Hallo lieber Krebs und willkommen zu deiner Vier-Elemente-Monatslegung für den Dezember 2024. Ich bin Daniela und in dieser Legung schauen wir wie immer in die vier Elemente hinein, beginnen im Osten mit dem Luftelement, mit der mentalen Energie, also mit dem Denken. Und wir haben hier den Gehängten, der aber gerade erst anfängt, kopfüber zu hängen. Und eigentlich ist das hier eine sehr interessante Karte für das Luftelement, weil es hier in dieser Darstellung des Gehängten ja immer darum geht, dass er ja wie eine Einsicht gewinnt. Ja, und das ist ja im mentalen Bereich. Wir schauen mal weiter, was es hier noch gibt für den Krebs. Wir haben den Buben der Schwerter und das Ass der Kelche. Es geht hier um neue Ideen oder auch Lösungen für Probleme. Ja, das ist, als ob, was ich so bekomme, ist wie, nimm den Fuß von der Leitung. Ja, als ob jemand auf der Leitung steht und durch das Nachdenken, durch die mentale Energie, ja, dann hier anfängt etwas zu erkennen. Und das, was du erkennst, das wirkt sich auf alle Ebenen des Lebens sehr, sehr positiv aus. Wir haben hier ja das Ass der Kelche. Und das Ass der Kelche zeigt immer den Heiligen Gral. Ja, als ob du neue Ideen bekommst, ja, die dich beflügeln, die dir Hoffnung geben für die Zukunft, die dich auf neue Wege bringen, ja, die dir andere Denkweisen zeigen. Das liegt also schon mal sehr, ja, sehr positiv, als ob dich irgendwie so eine zündende Idee erreicht. Aber möglicherweise musst du dich dafür eben auch mal auf den Kopf stellen, sprich vielleicht auch mal etwas tun, was ein bisschen unbequem ist im Sinne von außerhalb deiner Komfortzone. Wir schauen weiter in den Süden, in die Welt der Ideen, Wünsche und Impulse im Feuerelement. Wir haben hier die vier der Stäbe, die glückliche Vollendung. Ja, also du bist auf dem Weg, du bist irgendwo auf dem Weg, ja, aber es ist, als ob hier noch wie so eine Zutat fehlt, um etwas zu Ende zu bringen. Wir haben hier die 10 der Stäbe. Es ist, als ob du an irgendetwas schwer trägst. Ja, da ist so die Frage, was ist das, was auf deinen Schultern lastet und wie kannst du dich dem Ganzen entledigen, sodass das leichter wird, vor allem auch im neuen Jahr. Wir haben ja im Dezember einfach auch die Möglichkeit, noch so ein bisschen Ballast abzuschütteln. Und dann haben wir hier die 7 der Schwerter in dieser, ja, in dieser sehr besonderen Darstellung im After-Tarot. Das ist einerseits eine Karte, die immer sagt, dass sich manche Dinge von selber erledigen. Ja, auch so eine Karte, die sagt, Lügen haben kurze Beine. Einerseits ist es immer ein Ansporn für uns selbst, dass wir ehrlich sind mit uns und mit dem, was wir um uns herum haben. Andererseits aber auch der Impuls, dass wenn jetzt andere Leute Dinge tun, die nicht so ganz koscher sind, dass das einfach deren Problem ist und nicht unser Problem. Und man sagt ja auch, die kleinen Sünden straft der Herr sofort. Von dem her, wenn jetzt andere etwas tun, was uns nicht ganz koscher scheint, dann ist es nicht unser Business, sondern wir dürfen es einfach denen überlassen, mit dem Karma, was sie da erschaffen, dann eben auch umzugehen. Wir schauen in den Westen, in das Wasserelement, in die Kelche, wie sich das Ganze anfühlt. Ja, es ist so, als ob du den Wink des Schicksals fühlen kannst, ja, der dir hilft, Dinge in deinem Leben zu vollenden, damit du eben nicht mehr so schwer trägst. Ja, also was ich auch bekomme, ist wie jemand, der so wie Leere im Kopf hat und sagt, ich komme nicht drauf. Aber durch das Überlegen kommst du dazu. Und wie gesagt, das ist hier eine sehr fruchtbare Idee. Und es ist wie schicksalshaft geführt. Ja, ich sehe, dass hier eben auch noch mal etwas zu Ende geht, was schwer ist. Das, woran du hier so schwer trägst, was wie eine Last auf deinen Schultern ist, das sehe ich, dass das einfach rausgeht. Ja, und
Was du eben lassen sollst, ist dir zu überlegen, wer ist dafür verantwortlich oder so die Schuld auf andere abzuwälzen oder sowas in der Art. Nee, es geht hier einfach um Lösungen. Es geht darum, dass du weiterkommst. Es geht darum, dass sich das Rad des Schicksals hier auf einen neuen Weg führt, der sehr fruchtbar ist. Und dann haben wir hier noch das Gericht. Das Gericht ist eben auch immer so der Zeitpunkt, wo manche Dinge abgeschlossen sind und wo es einfach in eine neue Zeit geht. Und möglicherweise ist das auch schon ein Ausblick auf das neue Jahr. Ja, von dem her würde ich sagen, dass du hier eben auch noch einige Lasten abwerfen darfst und eben auch sollst. Ja, es ist, das Ganze fühlt sich an wie vom Schicksal geführt, als ob es so sein soll, als ob es zwangsweise so kommt. Auch in dem Moment, wo dein Kopf sich noch leer anfühlt und du dir denkst, wie mache ich das, wie schaffe ich das, wie schließe ich das ab, wie bringe ich das zu Ende? Die Ideen kommen von selbst, ja, einfach weil sie kommen sollen und möglicherweise machst du hier einfach mal den Kopf frei, schaust, dass du auch den Raum hast, um ja diese Gedanken in deinem Kopf entstehen zu lassen, das zu hören, was hier zu dir gebracht wird. Und dann haben wir hier oben im Erdelement, das Erdelement ist immer das, womit wir, also was wir mit unseren Händen anfassen können, und wir haben jetzt hier zwar nicht eine Taube, sondern mehr eine Möwe, die eben diesen Fisch in diesen Kelch fallen lässt. Ja, also ich habe das Gefühl, dass dir hier sehr fruchtbare Ideen und Lösungen zufallen, sodass du einfach einige Dinge, wo es nicht mehr weitergeht oder wo du einfach merkst, es ist mir zu schwer, ich muss einen Teil davon abgeben oder ich kann es auch nicht zulassen, dass andere ihre Verantwortung auf meinen Schultern austragen. Also diese Ideen fliegen dir zu. Wir haben hier den König der Kelche. Der König der Kelche ist aber auch der König der Ideen, die so aus dem Innen herauskommen. Ja, also es ist fast so, als ob du die Dinge so tust, weil du sie so tun musst, weil es eigentlich gar keinen anderen Weg für dich gibt. Zumindest nicht dann, wenn du sagst, du möchtest diese Lasten hier loswerden und diese Dinge hinter dir lassen, die einfach schon lange zu nichts mehr führen. Und wir haben hier den Ritter der Schwerter. Ja, also das Ganze kann schneller gehen, als du denkst. Wichtig ist, dass du dich wirklich auf das fokussierst, wie es weitergehen soll, wie du diese Dinge hier hinter dir lässt, ja, dass du einfach auch ein offenes Ohr hast für diese Inspirationen, die hier zu dir kommen und nicht zögerst, diese Inspirationen und Ideen aktuell dann auch gleich umzusetzen. Ja, das, was dich hier schicksalshaft angeleitet wird, auch in die Tat umzusetzen, die Dinge zu Ende zu bringen und eben auch offen zu sein, wirklich in einem neuen Jahr, in ein neues Leben zu treten, das ja auch ein Stück weit von oben geführt ist. Also mit diesem Rad des Schicksals hier wirst du sehen, dass diese Dinge sich gut und stimmig anfühlen und dass es einfach in sich schlüssig ist, in sich Sinn macht. Ja, dass du einfach weißt, was zu Ende zu bringen ist, dass du weißt, was du dem Universum überlassen darfst und dem Schicksal überlassen darfst. Und wie gesagt, zögere nicht, diese Ideen und Impulse dann eben auch im materiellen Bereich umzusetzen. Ich lasse die Zeit los und gestatte es dem Universum, mir zu zeigen, was ich tun soll. Und so ist das auch. Das Universum zeigt dir, was du tun sollst und das fühlt sich in dir auch einfach alles in allem stimmig an. Ja, lieber Krebs, soweit ein Blick in die Energien des Dezember. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein wenig inspirieren und motivieren. Ich freue mich riesig über Likes und vor allem auch über eure Kommentare. Wünsche dir alles Liebe, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Zum Jahresende gehen wir wieder durch die 12 heiligen Nächte, die Rauhnächte. Diese finden statt vom 25. Dezember bis 5. Januar. Es sind also 12 Tage
Und an jedem Tag orakeln wir für einen Monat im kommenden Jahr. Es gibt dazu einen Newsletter mit Infos zu dem jeweiligen Tag und was man an dem Tag sonst noch so praktiziert. Und da ist auch ein Link drin zu einem Video, wo du dir einen Kartenstapel aussuchen kannst oder auch mehrere und somit eben über 12 Tage in das neue Jahr hineinspürst und auch so eine Art Jahreslegung für dich selbst erstellen kannst. Das Ganze kostet 25 Euro für 2025 und mit diesem Betrag unterstützt du meine Arbeit hier bei YouTube. Ich mache diesen Kanal wahnsinnig gerne, aber es ist wahnsinnig viel Zeit, die hier reinfließt und daher diese Aktion zum Jahresende, um den Kanal eben auch so ein bisschen zu unterstützen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn viele von euch dabei sind, eben auch in diesem Sinne, dass es hier in vollem Umfang weitergehen kann. Ja, und was auch noch neu ist, ist, dass ich dir auch im kommenden Jahr in jedem Monat immer eine E-Mail schicke mit dem Video von dem entsprechenden Monat, sodass du einfach nochmal reinschauen kannst, dass du dich daran erinnern kannst und die Arbeit der Rauhnächte im kommenden Jahr nicht so ganz verloren geht. Alle Infos dazu und den Link findest du unter dem Video und ich freue mich, wenn möglichst viele dabei sind. Alles Liebe!